Beziehungsweise, vor allem bei den alten Champs muss man enorm aufpassen. Vor allem bei zum Beispiel Meister Yi. Also, da gab es jetzt ein paar Dinge, die. Ach, ich habe noch einen Tor-Talentpunkt. Ich vergesse die ständig jetzt. Ich klatsche mal auf die Kraft des Riesen so. Vor allem bei wo war ich gerade? Ich hab's heute nicht so mit dem roten Faden, ihr seht's vielleicht, ihr merkt's vielleicht ein bisschen. Wo war ich gerade? Achso, ja, bei den Items, genau. Bei Meister Yi zum Beispiel, als ich spielen begonnen habe, wurde der auf Auto-Hit gespielt, also auf normale Angriffe. Sprich, man hat sich also quasi einen AD-Carry quasi. Man hat mit einer Wriggles-Laterne angefangen. Phantomtänzer, Blutdürster, Klinge der Unendlichkeit. Und ging halt dann so weiter und normale Carry-Build halt. Und man hat eigentlich alles abgezogen mit dem. Kurz die Rüstungen abchecken. Okay, kann er sehen. Mittlerweile ist es so, dass der auf Fähigkeitsstärke gespielt wird, sprich Zauber. Also von den empfohlenen Items ja auf Zauber-Items bzw. Magische Angriffskraft, weil halt dann die der Wut muss ich behalten, glaube ich. Okay, da darf ich nur die letzte opfern, okay. Ja, also genau. Mittlerweile wird der Fähigkeitsstärke gespielt, was natürlich zum einen den Vorteil hat, dass die Meditation mehr bringt bei ihm. Andererseits aber auch den essentiellen Nachteil hat, dass die Auto-Hits keine Schaden mehr verursachen. Was mir persönlich wesentlich wichtiger wäre, aber naja. Also da ist es in letzter Zeit schon echt so, dass das teilweise ausartet in, ja, ich sag mal, Bereiche, die man weniger gerne oder weniger gut spielen kann. Ja, die goldenen Items geben einen ordentlichen Schub. Bist du des Wahnsinns? Den haben wir gesagt, behalten wir. So. Ach, was soll's, wir wollen uns noch schnell ein paar Tränke auch. Ist nicht so schlimm. Also, es kommt da echt wirklich auf die Attacken direkt an, während man in Dota mehr auf Attribute spielt. Also, während man in LoL die Items, ja, doch mehr, sagen wir es anders, in, ja, wie bringe ich das richtig rüber? In LoL kann man eigentlich, wenn man es richtig macht, jeden Champ auf alle spielen. Also man kann sogar den ärgsten Tank auf einen AD Carry spielen, wenn man halt die richtigen Items kauft.
In Dota achtet man wesentlich mehr auf die Attribute und bringt eben dadurch die Stärke der Champions mehr zur Geltung. Was das Ganze noch ein bisschen flexibler macht. Aber ich habe bislang zu wenig Dota 2 gespielt, um es wirklich beurteilen zu können. Also das meiste ist jetzt zwar schon auch selbst gespielt, aber teilweise auch nur aus Erzählungen übernommen. Okay. Was ich auch schon in einem Update gesagt habe, ich bin jetzt bei Sturmstärke LP. Hab da auch schon ein Vorstellungsvideo produziert. Wenn das Video kommt, müsste das eigentlich schon dort freigeschalten sein. Außer ich werde da nicht bleiben dürfen, was ich noch da bin. Das ist eine sehr gute Community. Wir stehen momentan zum größten Teil halt aus Let's Playern. Kaum aus Zusehern. Nein, nein, nicht Escape. Aber macht immens Laune, mit den Leuten da zu quatschen. Hab da mittlerweile auch ein paar gute Bekanntschaften geschlossen. Zum Beispiel Nusscafé ist einer dieser Kandidaten. Kandidaten klingt nicht so dem. Aber mit dem hatte ich jetzt zum Beispiel auch schon mal das Vergnügen. Oder mit Gobo, glaube ich, habe ich jetzt mal eine Runde Left 4 Dead auch gespielt. Und mit Timo. Ja, also ich könnte mich ehrlich gesagt nicht beklagen. Es ist eine klasse Community. Es wird gegenseitig aufeinander geachtet quasi. Man wird respektiert und ich stehe ja sonst auch in Verbindung mit anderen Let's Playern. Zum Beispiel Dokratisch schreibe ich immer wieder. Oder auch Dingens. Ja, Skaso ist mittlerweile eher inaktiv als sonst irgendwas. Bin gespannt, ob sich das mal wieder ändert. Heilige Höhle, na endlich, das Ziel, Wahnsinn. Und das alles für eine Nebenaufgabe, Leute. Aber ja, also es ist wirklich mal angenehm, mit anderen Leuten reden zu können, die selbst auch Videos machen. Als Hobby, nicht als Beruf. Und da auch zusätzlich Informationen austauschen zu können, ziemlich, oder wenn man Fragen hat, einfach mal jemanden noch fragen kann zusätzlich. Also es ist oft so, immer dann, wenn man irgendwas braucht, ist gerade absolut niemand da, der eben jenes einem irgendwie erklären könnte oder einem dabei helfen könnte. Kennt ihr sicherlich. Immer wenn man jemanden braucht, ist der, die dasjenige nicht da. Kennt man, oder? Und so ging es mir mittlerweile auch ein paar Mal, dass ich irgendwo der Probleme hatte. Zum Beispiel mit den Livestreams, die mittlerweile ja eher rar gesät sind. Da muss ich jetzt auch noch was managen und organisieren diesbezüglich. Denn mit meiner Internetverbindung hier ist das Ganze etwas, ja, ich sag jetzt einfach mal kritisch. Stimmt natürlich nicht ganz so. Verdammte Axt, der Priester! Na komm.
Ja, das wird wieder One-Hit-Kills. Und mir ist gerade der... So. Nachdem ich jetzt fast erstickt werde, ganz kurz mal, mir reißt der Redefluss schon wieder ab. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Also wie gesagt, Sturmstock LP ist tolle Community. Schau mal bei ein paar von denen vorbei, vielleicht wenn ihr Zeit habt oder irgendein bestimmtes Let's Play sucht, das ich gerade nicht mache. Was mich auch zum nächsten Punkt bringt, Loki. Ja, wir drehen uns im Kreis. Okay, bleibt sich egal. Beschwörer-Satyr, das hättest du wohl gerne, hä? Klatsch. Ja, hat prima geklappt. So. Loki läuft schon so verdammt lange, Leute. Ich habe mittlerweile mehr Loki-Folgen als von irgendeinem anderen Projekt. Und langsam... Nein, wir neigen uns nicht dem Ende zu. Wir haben die erste Hälfte überschritten. Es ist so, Leute. Wir haben jetzt noch die... Ich resümiere das, glaube ich, jetzt jedes Mal, aber... Ich habe keine Ahnung. Uns fehlt da noch immer der aztekische Bereich mit dem Barbar, wer sich erinnert. Und langsam, aber sicher wird's zäh. Jetzt habe ich die Pause vom Goldfisch ja mal lustig gefunden. Ich werde demnächst auch mal nochmal was ganz was Neues versuchen. Allerdings wird das sehr, sehr kritisch und schwierig. Ich weiß noch nicht, ob es mit der Schamanin ausprobiert oder mit dem Barbar. Es ginge theoretisch mit beiden. Aber ich schätze mal eher, dass es der Barbar sein wird. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Aber es wird nochmal ein kleines, nettes Experiment werden. Bei der nächsten Ausfahrt bitte rechts. So. Nur ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich das Spiel nicht doch jetzt irgendwann mal pausiere. Denn wir sind mittlerweile über 150 Folgen Loki. Und ihr seht es ja selbst, es ist absolut kein Ende in Sicht. Jetzt ist die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, das jetzt beinhart weiter durchzudrücken? Ich meine, Loki ist ja wie gesagt das Spiel, bei dem man meinen Fortschritt am ersten begutäugeln kann. Aber gleichzeitig zieht es auch mit der Zeit ziemlich runter. Also, ihr merkt ja selbst, das ist Schnetzeln, eine Textpassage. Eine von mir synchronisierte Textpassage einer Göttin. Schnetzeln. Mehr ist es ja nicht mehr. Jetzt hör aber auf! Schmarrn, Beschwörer, Satyr. Hey, endlich unser Ziel. Eventuell wäre wirklich mal eine Pause nicht schlecht davon. Nein, Arges. Sag mir auch irgendwas, ja. Hey, warte mal, wir haben ja noch ein Power-Up.